Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China den Status als Entwicklungsland entziehen, keine Förderung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und des Außenhandels für Schwellenländer. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, diese herzlichen Wiedersehensfeiern doch schnell zu beenden. Das gilt auch für den Herrn Bundesminister Habeck. So, ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Markus Frohnmeier, AfD-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir bringen heute diesen Antrag ein, weil es in Deutschland eine Schieflage gibt. 25 Milliarden Euro werden auch in dieser Legislatur noch durch die Welt verteilt. 25 Milliarden Euro Entwicklungsleistungen, sogenannte Entwicklungsleistungen, die überwiegend eigentlich aufstrebende Wirtschaftsmächte erhalten. G20-Staaten. Die Bundesregierung und auch die vorherigen Bundesregierungen, die geben sich ja ganz gerne sozial und an den Schwächsten auf der Welt orientiert. Aber die Wahrheit, meine Damen und Herren, die sieht anders aus. Zwei Drittel gehen an die aufstrebenden Wirtschaftsmächte dieser Gelder und nur ein Drittel an die Ärmsten der Welt, an die sogenannten Least Developed Countries. Und damit muss Schluss sein. Wir müssen dafür sorgen, dass hier endlich mehr Transparenz erfolgt. Und da muss man sich mal die Frage stellen, wer bekommt denn dieses deutsche Steuergeld, währenddessen viele Menschen, viele Bürger in Deutschland es immer schwerer haben aufgrund der explodierenden Strompreise, weil diese Bundesregierung so großartige Sanktionen erlassen hat, Sanktionen, die im Übrigen immer Wetten darauf sind, länger durchhalten zu können wie der andere. Ich kann Ihnen sagen, im Bereich Energie schaffen wir das leider nicht. China bekommt immer noch Entwicklungsleistungen. China, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, China mit eigenem Mondprogramm, ja, China, ein Land, das eine der größten Armeen der Welt unterhält, eines der größten Nehmerländer, die es gibt. Von 2017 bis 2021 waren das immerhin ca. 3 Milliarden Euro, die die Bundesregierung bezahlt hat. Und wir hören es ja gerade schon, da rufen die Abgeordneten der Altparteien dann immer Nein. Und auch die Ministerin hat es heute im Ausschuss, wie ich mir berichten lassen habe, nicht verstanden. Also Entschuldigung, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist ihre Durchführungsorganisation. Die hat in den letzten Jahren ein Volumen von ca. 10 Milliarden Euro von den Regierungen der Altparteien erhalten. Damit macht die GIZ immer noch Entwicklungsprojekte in China. Ich habe Ihnen die Liste mitgebracht. Ich könnte das jetzt mal alles vorlesen. Das sind über 70 Projekte, die immer noch durchgeführt werden. Und dann setzt man sich da morgens in den Ausschuss rein, ja, und stellt sich quasi vor der Öffentlichkeit hin und sagt, wir machen keine Entwicklungszusammenarbeit mit China mehr. Ich kann Ihnen mal exemplarisch ein paar Punkte sagen, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Sie bezahlen zum Beispiel noch immer für absonderliche Projekte wie deutsch-chinesische Zusammenarbeit für klimafreundlichen Verkehr 8 Millionen Euro. Deutsch-chinesische Kooperation zum Klimawandel 20 Millionen Euro. Mülltrennung. Mülltrennung für 1,8 Millionen Euro und einer meiner Lieblingstitel, landesweite Gendernetzwerke in China für mehrere hunderttausend Euro. Das haben Sie mittlerweile zwar relativ geschickt quasi zu den NGOs und den kirchlichen Trägern ausgelagert, weil die Bundesregierung möchte solche Sachen und Projekte und Programme ja mittlerweile dann im Haushalt verstecken. Aber eines kann ich Ihnen sagen, das können Sie uns nicht vormachen. Und da hilft es auch nicht, dass mein Büro mehrfach nachfragen muss, endlich mal Antworten auf kleine Anfragen zu bekommen. Wir haben nämlich diese Liste hier, ist
gestern bekommen, 70 Projekte, die immer noch durchgeführt werden. Die GIZ ist ihre Durchführungsorganisation, die KfW ist eine Staatsbank. Das Risiko trägt der deutsche Steuerzahler. Und auch hier mit der KfW bezahlen sie immer noch für zinsvergünstigte Kredite an China, mit denen im Wesentlichen eigentlich deckungsgleich zu deutschen Schlüsselindustrien Arbeitsplätze bzw. Berufsausbildungen ausgebildet und finanziert werden im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter. Und ein Punkt ist mir vielleicht auch mal wichtig noch zu sagen. Man kann den Chinesen das nicht zum Vorwurf machen. China handelt, wie eine Regierung es tun sollte, nämlich orientiert an nationalen Interessen. Aber diese Bundesregierung, die handelt nicht orientiert an nationalen Interessen, die orientiert sich auch nicht an den Interessen der eigenen Bürger. Stattdessen werden aufstrebenden Wirtschaftsmächte Milliarden Euro von Steuergeschenken gemacht, Milliarden Euro, die durch die Welt verteilt werden und die viel wichtiger hier in Deutschland bei den Bürgern, bei den Menschen aufgehoben wäre. Sie haben auch immer noch Zollpräferenzen für Wirtschaftsgroßmächte, die dann quasi günstiger in die Europäische Union einführen können. Sie müssen endlich damit beginnen, dass wir Handel auf Augenhöhe betreiben und nicht mehr, sage ich mal, potente Wirtschaftsmächte alimentieren. Was wir brauchen, ist hier mehr Transparenz und Offenheit in der Debatte. Und wir werden es jetzt gleich hören, von wegen, wir machen keine Zusammenarbeit mehr mit China, wir machen Zusammenarbeit mit Indien. Da finanzieren sie gerade E-Rikschas. Und von diesen 10 Milliarden Euro Einsparungen können die Inder dann quasi russische Energie kaufen. Herr Kollege, ich habe Ihnen das Wort entzogen, weil Sie dreimalige Aufforderung nachgekommen sind. Nächste Rednerin ist die Kollegin Derya Türk, Nachbauer SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und andere. Kasse 17, bitte. Die AfD möchte gerne aus der Vergangenheit abgeholt werden. Ihre kreativen Fakten werden nicht wahrer, wenn Sie die ständig wiederholen. Dieser AfD-Antrag ist, so muss ich es leider bezeichnen, ein Zeit- und ein Energiefresser. Er thematisiert Dinge, die schon lange nicht mehr stattfinden, und missachtet bewusst wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel den erforderlichen Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel. Beim Lesen, was soll ich lügen? Sorry, habe ich mich intellektuell leicht beleidigt gefühlt, vor allem nachdem ihn die Bundesministerin heute dreimal, einmal im Ausschuss und zweimal bei der Regierungsbefragung, ziemlich klar deutlich gemacht hat, dass es keine Entwicklungshilfe für China gibt. Derzeit gibt es große Krisen und Herausforderungen, die es wirklich, wirklich wert sind, im Bundestag debattiert zu werden. Die Menschen in Deutschland erwarten zu Recht, dass die Politik Lösungen präsentiert, Antworten liefert und handlungsfähig ist. Alle Beteiligten, von den Abgeordnetenbüros bis zur Regierungsbank, arbeiten mit Hochdruck daran, diese Herausforderung zu meistern, außer die AfD-Fraktion. Anstatt konstruktive Vorschläge zu machen, fällt Ihnen leider gar nichts Besseres ein, als Dinge zu kritisieren, die es gar nicht gibt, oder Dinge zu fordern, die absolut sinnfrei sind und unserer Verantwortung, unserer Rolle in der Welt in keiner Weise gerecht werden. Ich werde nachher noch darauf eingehen. Vorher muss ich Sie heute zum vierten Mal noch mal belehren. Es gibt keine Entwicklungshilfe für China. Und ob China nun ein Schwellen- oder ein Entwicklungsland ist, entscheiden nicht wir allein und schon gar nicht willkürlich, sondern wir richten uns nach der Liste des Entwicklungsausschusses in der OECD, in der noch weitere 29 Staaten Mitglied sind. Für die Einstufung eines Staates gibt es konkrete, objektive Voraussetzungen. Diese Überprüfung findet alle 3 Jahre statt. Nochmal. Es gibt keine Gelder aus dem Haushalt, die an China in Sachen Entwicklungshilfe fließen. Was es gibt, ist allerdings eine technische Zusammenarbeit mit China. Die brauchen wir auch, wenn wir den Herausforderungen der Zeit gerecht werden wollen. China ist bei der Lösung globaler Zukunftsfragen wie Klima, Biodiversität, globale Gesundheit, Lieferketten etc. ein unerlässlicher Partner. Wir kommen am Wettbewerber und am Systemrivalen China als relevanten Akteur im globalen Süden leider nicht vorbei. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Ich habe doch genug zur Energie- und Zeitfresserei gesagt. Danke sehr.
Wenn Sie wissen, dass es keine EZ mit China gibt und es dennoch wider besseren Wissens immer wieder reproduzieren, ist das unredlich. Wir müssen China mehr in die Pflicht nehmen, sich an der Bekämpfung des Klimawandels zu beteiligen. Das wird uns im Alleingang nicht gelingen. Da ist sich die Wissenschaft einig. Wir brauchen all diese Länder, die Sie da aus jeglicher Kooperation kicken wollen. Indien, Pakistan, Südafrika, Brasilien, Mexiko, Türkei. Apropos Türkei, 2008 erging die letzte Zusage an die Türkei im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Aktuell unterstützen wir das Land dabei, die geflüchteten Menschen, die aus dem Krieg in Syrien zu fliehen, dass wir sie versorgt bekommen. Und dazu werden wir auch weiterhin stehen, denn alles andere wäre menschenverachtend. Ein paar Begriffe möchte ich mal aus Ihrem Antrag herausgreifen. Sie bedienen sich der Worte wie Ressourcensicherung. So wie wir sie kennen, ist das nur ein euphemistischer Begriff für rücksichtslose Ausbeutung. Das ist eindeutig postkolonialistisch. Völkerrechtswidrige Expansionsmuster sollten der Vergangenheit angehören. Dann das Wort Migrationsverhinderung. In Ihrer Sprache steht das für Ausgrenzung, Abwertung und meterhohe Grenzzäune. Sie haben Entwicklungszusammenarbeit nicht verstanden. Das haben Sie wieder bewiesen. Die EZ soll sich allein auf Ressourcensicherung und Migrationsverhinderung beschränken. Sie verlangen in diesem Antrag Ausbeutung, Ausgrenzung und Abhängigkeiten. Wir aber wollen Partnerschaft auf Augenhöhe. Ihre Denkmuster führen Sie in die Sackgasse eines nationalistischen Klein-Kleins. Und auf dem Weg dorthin negieren Sie wie üblich den menschengemachten Klimawandel. Das hat schon im letzten Jahrtausend nicht funktioniert. Also kommen Sie bitte in der Gegenwart an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner das Wort der Kollege Nicolas Cipelius, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der fehlenden Struktur des Antrages nachzuurteilen, kommt man nicht auf den Gedanken zu glauben, dass die AfD diesen schon im Dezember einbringen wollte. Sie hätten die Weihnachtspause nutzen können, um die gröbsten Fehler auszumerzen. Das haben Sie ersichtlich nicht getan. Und Herr Frohnmeier, Ihre Rede passte sich dem Niveau des Antrages komplett an. Absolut ungenügend, was Sie da vorgetragen haben. Es beginnt damit, dass Sie vollkommen willkürlich eigene Maßstäbe für Entwicklungsländer festlegen. So dürfte kein Entwicklungsland, und ich zitiere, eine aktive Mitgliedschaft in einflussreichen multilateralen Zusammenschlüssen haben. Wie eine aktive Mitgliedschaft definiert wird, bleibt dem Betrachter selbst überlassen. Und ab wann ist ein multilateraler Zusammenschluss von Staaten einflussreich genug für Ihre Definition? Im Antrag keine Antwort darauf. Und mit Verlaub, das, was Sie hier eingebracht haben, wird den Ansprüchen eines Antrags hier im Hohen Haus einfach nicht gerecht. Und ebenso grotesk widmen Sie sich den globalen Partnern, einer Gruppe von 8 Schwellenländern, mit denen das BMZ das Ziel verfolgt, gemeinsame globale Zukunftsfragen zu lösen. Mit diesen wollen Sie nur über Rohstoffversorgung, Migration und Wirtschaftsbeziehungen sprechen, nicht aber über Klima, Umwelt und Naturschutz. Und allein das offenbart, welch Geisteskind die Herren von der AfD sind. Selbstverständlich ist es im deutschen Interesse, mit diesen Ländern zu sprechen und diese Länder beim Erreichen gemeinsamer Ziele zu unterstützen. Umwelt- und Klimafragen machen nicht an deutschen Außengrenzen Halt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann fordern Sie die Bundesregierung auf, die Entwicklungszusammenarbeit mit Indonesien einzustellen. Ich habe mir im Herbst mit einer Delegation des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung einen Eindruck der Notwendigkeit des deutschen Engagements in Indonesien verschafft und angesehen, wofür Geld ausgegeben wird. Zum Beispiel für die Aufforstung des Regenwaldes oder für ein Programm zur Schaffung gesicherter Lebensunterhalte für von Armut betroffene Bevölkerungsgruppen durch ein etabliertes und koordiniertes Abfallmanagementsystem. Von der Fraktion der AfD hat an dieser Delegationsreise niemand teilgenommen. Und beim Lesen dieses Antrages ist es offenkundig. Auch wollen Sie keine zinsgünstigen Darlehen mehr vergeben.
Indien beispielsweise spielt eine Schlüsselrolle bei der Lösung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel. Die Darlehen der KfW-Entwicklungsbank werden zu guten Konditionen gewährt und von Indien verzinst zurückgezahlt. Und das für Projekte, die Ziele wie zum Beispiel die Sustainable Development Goals unterstützen. Kurzum, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag hat nichts mit moderner Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Moderne Entwicklungszusammenarbeit basiert auf partnerschaftlicher Kooperation. Die heutige Entwicklungszusammenarbeit widmet sich neben den wirtschaftlichen auch den sozialen und ökologischen Problemen der Partnerländer. Denn die Probleme der Gegenwart machen nicht an nationalen Grenzen Halt. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen. Armut zwingt viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Und auch Kriminalität und Terrorismus wirken grenzüberschreitend. Es ist daher unser ureigenes Interesse, diese Herausforderungen global zu adressieren und wo wir können zu helfen, um diese Herausforderungen zu überwinden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, danke. Der Titel Ihres Antrags spricht China gesondert an. Und ich kläre Sie an dieser Stelle über den Unterschied der Definition eines Entwicklungslandes und der Zahlung von Entwicklungsleistungen gerne auf. Frau Kollegin Türk-Nachbauer hat es schon erklärt, aber ich mache es gerne nochmal, weil Sie es ja so oft fragen, wir erklären es gerne mehrmals. Über den Status als Entwicklungsland entscheidet der Entwicklungsausschuss der OECD und nicht die Bundesrepublik alleine. Grundlage ist das Pro-Kopf-Einkommen des Landes. Danach ist China in der Gruppe der Länder mit oberem mittleren Einkommen noch Entwicklungsland, ob uns das passt oder nicht. In der Gruppe sind auch Länder wie Brasilien, Jordanien, Ecuador und weitere Empfänger von Entwicklungsleistungen. Einzelne Länder dort herauszunehmen, wäre irregulär und würde keinen Konsens erreichen. Was Sie allerdings mit Ihrem Antrag verkennen, ist die Tatsache, dass davon völlig unabhängig jedes Geberland selbst entscheidet, wem es noch Entwicklungsleistungen zukommen lässt. Und so hat sich Deutschland schon 2009 entschieden, 2010 umgesetzt, China keine Zusagen mehr aus Haushaltsmitteln zu gewähren. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass China nicht nur Handelspartner für die deutsche Wirtschaft oder globaler Partner beim Adressieren weltweiter Probleme mit dem Klimawandel ist, sondern China ist eben auch systemischer Rivale. Wir merken das in vielen Bereichen, insbesondere auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. China verfolgt hier mit seiner repressiven Kredit- und Schuldenpolitik und der Belt and Road Initiative einen geostrategischen Ansatz. Und auf diesen geostrategischen Ansatz müssen wir reagieren. Und mit dem Global Gateway-Programm der Europäischen Union geben wir eine klare Antwort darauf. So kann eine nachhaltige, inklusive, klimaorientierte und hochwertige Investitions- und Entwicklungszusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern gelingen. Uns unterscheidet dabei von China, dass die Zusammenarbeit partnerschaftlich auf der Grundlage demokratischer Werte und hoher Standards erfolgt. Und gleichzeitig ist Global Gateway ein wichtiges Angebot der Europäischen Union im globalen Systemwettbewerb, das Partnerländern die Vorteile einer engeren Kooperation mit liberalen Demokratien aufzeigen soll. Damit dieses Angebot ernst genommen wird, müssen wir unsere Ankündigungen zeitnah in konkrete Projekte ummünzen und diese aktiv und strategisch in die Partnerländer kommunizieren. Hierzu haben wir als Unionsfraktion im letzten Jahr eine kleine Anfrage gestellt und einen Antrag eingebracht, der, und das kann man wirklich so sagen, hier im Plenum konstruktiv mit den Kolleginnen und Kollegen der Ampel debattiert wurde. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Cipelius. Bevor ich den nächsten Rednern das Wort erteile, gebe ich bekannt, dass die AfD-Fraktion eine Kurzintervention beantragt hat, der ich stattgebe. Das Wort hat Herr Frohnmeier. Herr Vorsitzender, Kollege Cipelius, Sie haben das jetzt alles gut abgelesen, was Ihr Büro Ihnen da aufgeschrieben hat. Ich kann Ihnen später einfach mal die Antwort auf unsere kleine Anfrage überreichen. Da sehen Sie dann, dass es über 70 laufende Projekte gibt. Und wissen Sie, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das ist Ihre Durchführungsorganisation. Das können Sie nicht leugnen. Auf der einen Seite sagen Sie, alles, was ODEA anrechenbar ist, also Entwicklungsleistungen, das preisen wir ein bei der Erreichung des 0,7-Prozent-Ziels. Wenn es dann aber konkret um Wirtschaftsmächte geht, dann sagen Sie, nee, also damit hat es da nichts zu tun, dann möchte man nichts mehr davon wissen, dass es eben als Entwicklungsleistung anrechenbar ist. Also nochmal. Können Sie gerne abholen, schauen sich das an, machen Sie bitte mal Ihre Hausaufgaben. So, Herr Kollege Zipelius, Sie können jetzt antworten.
Herr Kollege Frommer, es wäre nett, Sie würden sich auch noch erheben, also nur als Höflichkeitsgeste. Herr Frohnmeier, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie ablesen könnten, was mein Büro so aufschreibt. Dann würden Sie nicht nur einen unsäglichen und niveauarmen Antrag einbringen. Das an erster Stelle. Wir haben es jetzt schon mehrmals an der Stelle erklärt. Es macht es nicht besser, wenn Sie es jedes Mal fragen, in den Ausschusssitzungen durch Anträge etc. Es gibt gewisse Grundlagen, und ich habe den Unterschied erklärt, die Definition eines Entwicklungslandes und die Auszahlung von Entwicklungsländern. Es gibt Unterschiede. So, die Definition obliegt den Ländern der OECD, die es einstufen. Die Auszahlung von Entwicklungsgeldern haben wir 2019 beschlossen, 2010 umgesetzt, dass die nicht mehr erfolgt. Aus dem Haushalt der Bundesrepublik Deutschland erfolgt keine Auszahlung von Entwicklungsgeldern an die Volksrepublik China, was Ihr Antrag ja insinuiert. Und ich glaube, damit ist es beantwortet. Wir haben es heute schon dreimal jetzt hier im Plenum beantwortet, heute im Ausschuss schon beantwortet. Wenn Sie es nicht verstehen wollen, dann können wir Ihnen da einfach nicht weiterhelfen. Danke schön. So, vielen Dank. Damit erhält als nächste Rednerin die Kollegin Deborah Düring, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt, also wir haben über diverse wortgleiche Anträge schon zigmal hier diskutiert und wir haben schon tausendmal es erklärt und irgendwie scheint es einfach nicht hängen zu bleiben. Aber ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich probiere es auch noch mal. Wir sagen es vielleicht auch noch ein sechstes, ein siebtes und ein achtes Mal. Die klassische bilaterale Entwicklungszusammenarbeit wurde mit China im Jahr 2009 beendet. Und es geht um klassische bilaterale Entwicklungszusammenarbeit zwischen Staaten. Es wurde beendet. So, da können Sie jetzt noch fünfmal das Gegenteil behaupten, aber es ist so. Zweitens, seit 2010 werden nur noch Kredite vergeben, die nicht aus dem Bundeshaushalt stammen. Und drittens, und da hören Sie jetzt mal zu mit Ihren 70 Projekten, die noch bestehende Zusammenarbeit beschränkt sich vor allem auf den Klima- und Biodiversitätsschutz. Und natürlich müssen wir mit China in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Das ist nun mal so. Aber zu suggerieren, dass die Bundesrepublik dem wirtschaftlichen Rivalen China Entwicklungsgelder in den Rachen wirft, ist populistisch und zum zehnten Mal immer noch falsch. Und Ihre Sicht, also ehrlich gesagt wundert mich das ja immer nicht, weil ich finde ja in Ihrem Antrag, Sie haben gar nicht so viel über China geschrieben, aber Sie haben viel komische Dinge da reingeschrieben und Sie haben unter anderem auch sehr klar gemacht, was eigentlich Ihre Sicht auf die Entwicklungszusammenarbeit ist. Und ich habe mir den Punkt 14 hier einmal markiert. Für Sie die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit ist, Migrationsverhinderung und Ressourcensicherung muss begrenzt werden. Nicht Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit, und jetzt hören Sie mal gut zu, die Förderung klima-, umwelt-, sozial- und ausbildungspolitischer Maßnahmen in diesen Staaten. Also Sie wollen also eine Entwicklungszusammenarbeit, die in Ihren Augen nur den deutschen Interessen dient, wo das Recht des Stärkeren gilt und jedes Land nur für sich selber kämpft. Und an globalen Problemen, ich meine, hätte ich ja auch eigentlich wissen müssen, dass Sie an der Lösung von globalen Problemen, die wir eben auch nur gemeinsam lösen können, wie zum Beispiel die Klimakrise, eher weniger interessiert sind, weil ja auch nicht alle in Ihrer Fraktion an den menschengemachten Klimawandel glauben. Aber zum Glück, es ist ja nur eine kleine Minderheit hier und der Großteil dieses Parlaments glaubt generell an den menschengemachten Klimawandel und vor allen Dingen, dass die Basis unserer Arbeit die Menschenrechte ist und wir eine wertegeleitete Entwicklungspolitik wollen und wir für globale Gerechtigkeit kämpfen und daran, dass wir die Verantwortung übernehmen für die Probleme, die wir eben selbst geschaffen haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür müssen wir ein verlässlicher und glaubwürdiger Partner sein und die Bedürfnisse der Menschen im globalen Süden ernst nehmen. Und Verlässlichkeit bedeutet, dass wir eben auch solidarisch an der Seite der Länder des globalen Südens stehen, gerade in schwierigen Zeiten. Und es bedeutet auch,
dass wir Verantwortung übernehmen für die Folgen unseres viel zu hohen Ressourcenverbrauches oder der durch den Kolonialismus geschaffenen Abhängigkeitsstrukturen. Und da Sie ja Pakistan erwähnen, hier in Ihrem Papier erwähnen Sie Pakistan als ein Land, das angeblich ja genügend Geld hat, um sich selber zu helfen. Ich helfe Ihnen mal ein bisschen mit der Wahrheit. Pakistan wird in den nächsten 3 Jahren etwa 70 Milliarden Dollar Schulden zurückzahlen müssen. 70 Milliarden. Das Land, das zusätzlich 2022 eine Flutkatastrophe mit Schäden von bis zu 40 Milliarden Dollar erlitten hat, wird diese Schulden einfach nicht zurückzahlen können. Das heißt, es wird sich neu verschulden müssen, um den alten Schuldendienst zu tilgen, womit die Schuldenlast dann noch viel größer wird. Und Pakistan ist leider nicht das einzige Land, sondern es geht noch ganz vielen anderen Ländern so. Wir haben eine massive Verschuldungskrise. 135 von 148 Ländern des globalen Südens sind kritisch verschuldet. Und diese fortschreitende Verschuldung steht genau dem entgegen, wofür wir hier jeden Tag kämpfen. Sie steht dem entgegen, dass Länder selber die Möglichkeiten haben, Armut zu bekämpfen, dass sie selber die Möglichkeiten haben, ein Bildungssystem aufzubauen, Klimaschutz zu machen. Weil wir wissen ja, dass die Folgen der Klimakrise gerade diese Länder noch mal viel extremer treffen wird. Und wir können nicht erwarten, dass diese Länder das alles alleine stemmen, weil wir haben es ja auch mit zu verantworten. Und deswegen müssen wir auch daran. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch zeigen, dass wir verlässliche Partner sind. Auf der einen Seite durch langfristige Finanzierung von Entwicklungszusammenarbeit, die stabil ist und entsprechend der globalen Krisen. Und auf der anderen Seite aber auch, indem wir klarmachen, dass wir die Länder mit der Entschuldung nicht alleine lassen, dass wir an ihrer Seite stehen, dass wir dafür kämpfen, dass es einen Schuldenerlass gibt und endlich auch ein kodifiziertes Staateninsolvenzverfahren. Und ein letzter Punkt. Lassen Sie uns nicht nur zeigen, dass wir verlässlich sind, sondern auch, dass wir glaubwürdig sind. Und ein glaubwürdiger Partner bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zu sein, bedeutet auch, dass wir uns aktiv mit unserer Gewaltgeschichte beschäftigen, anstatt sie permanent auszublenden. Dafür ist eine feministische und dekoloniale Entwicklungszusammenarbeit ein unerlässlicher Bestandteil. Und ich freue mich darauf, mit den Teilen der demokratischen Teilen dieses Hauses daran weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Cornelia Möhring, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Forderungen aufstrebenden Wirtschaftsmächten, die gemeinhin als Schwellenländer bezeichnet werden, von der Entwicklungszusammenarbeit auszuschließen, zeigt doch auch eins. Ein Verständnis von dieser Welt, von der Gesellschaft, das keine Menschen und keine Verhältnisse kennt, und ein Verständnis, das einen formalen Status über den menschlichen Bedarf stellt. Sie hätten doch einfach schreiben können, Deutschland zuerst. Das wäre kürzer und auch ehrlicher gewesen. Mit dieser Debatte wird zudem verschleiert, dass vom Wachstum der aufstrebenden Mächte immer nur sehr wenige auf Kosten der großen Mehrheit profitieren. Und erzählen Sie doch mal den Menschen in den Slums von Johannesburg und Delhi, dass sie aufstrebende Wirtschaftsmacht sind. Elend, Leid, globale Probleme oder gar globale Solidarität gehen der Fraktion hier rechts außen am allerwertesten vorbei. Entwicklungspolitik ist für die AfD lediglich Druckmittel oder Hebel für die Durchsetzung selbsterklärter nationaler Interessen. Das wissen wir alle. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein, auch für mich ist heute der Quark des Tages schon übererfüllt. Darüber reden lohnt wirklich nicht. Aber über globale Probleme und globale Solidarität reden lohnt umso mehr. Am Montag hat Oxfam eine Studie vorgestellt, die zeigt, was Milliarden Menschen im globalen Norden, in Entwicklungsländern und in Schwellenländern gemeinsam haben. Sie sind arm, weil einige wenige reich sind. Während Menschen hungern und frieren, keine Zuflucht vor Hitze und Dürre finden, haben 95 Konzerne der Lebensmittel- und Energieindustrie weltweit alleine im Jahr 2022 ihre Gewinne mehr als verdoppelt. 257 Milliarden US-Dollar haben sie ihren Aktionärinnen und Aktionären ausgeschüttet.
Das reichste Prozent leistet sich dann eine Lebensweise, die das Klima weiter ruiniert. Privatjets, Yachten, riesige Villen, Pools, Weltraumausflüge. 125 MilliardärInnen verursachen so viel Tonnen an Treibhausgasen wie ganz Frankreich. Das hat eine andere Studie von Oxfam gezeigt. Aber diese beiden Studien fassen zusammen, worüber wir auch gerade im Zusammenhang mit Schwellenländern reden müssen. Diese Welt ist ungerecht. Und damit sich daran etwas ändert, muss man sich mit den Profiteuren anlegen und eine globale Umverteilung einleiten. Darum kommen wir nicht vorbei. Das hat uns auch der Club of Rome im letzten Jahr schon sehr deutlich angemerkt. Die aktuelle Bundesregierung hat da übrigens auch noch tatsächlich viel Luft nach oben bei diesen Lösungen. Aber der Antrag der AfD geht wirklich voll an sinnvollen Lösungsansätzen vorbei. Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit und damit auch Mittel für die EZ, um die globalen Krisen dieser Welt zu lösen. Selbstverständlich auch gemeinsam mit China und anderen sogenannten Schwellenländern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Möhring. Als nächster Redner der Kollege Dr. Christoph Hoffmann, FDP-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China kann man den internationalen Status als Entwicklungsland nicht einfach so entziehen. Der Status wird durch eine Wirtschaftsleistung definiert. Deshalb geht Ihr Ansatz per se nicht. Zum Umgang mit Entwicklungsländern hat das BMZ eine Länderliste aufgestellt, und die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern die bewegt sich auch. Aktuelle Anlässe oder wirtschaftliche Verbesserungen können zu Veränderungen führen, mit wem wir kooperieren und mit wem auch nicht. Ein Beispiel: Im August 2021 war Afghanistan noch größter Empfänger von BMZ-Mitteln, und nach der Machtübernahme der Taliban wurde die bilaterale Zusammenarbeit unmittelbar beendet. Und nachdem die Taliban am 24.12. letzten Jahres erklärt haben, Frauen völlig vom gesellschaftlichen Leben systematisch auszuschließen, braucht es hier auch eine klare Antwort. Wir in der FDP sehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan nun auch auf den anderen Ebenen eingestellt werden muss und nicht via NGOs weitergeführt werden kann, auch wenn Deutschland eine lange Tradition der Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan hat. Das frauen- und menschenverachtende Regime der Taliban darf in keiner Weise unterstützt werden. Nötige humanitäre Hilfe für Afghanistan sollten wir den UN-Organisationen überlassen. Aber auch die Zeitenwende wird absehbar zu Änderungen auf der Länderliste des BMZ und auch in den Gewichtungen der Entwicklungszusammenarbeit führen müssen. Friendshoring heißt das Gebot der Stunde. Wir brauchen verlässliche Partner und mehr Optionen und nicht weniger, und das zu unserer eigenen Sicherheit. Und der AfD-Antrag würde genau das Gegenteil davon erreichen, und deshalb würde Ihre Maßnahme Deutschland schaden. Ich erkläre Ihnen jetzt gerade mal, warum. Nehmen wir zum Beispiel aus Ihrem Antrag Indonesien, ein Schwellenland, aber auch der größte Kohleexporteur der Welt. Und wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, müssen wir genau dort handeln, damit der Strukturwandel in diesem Land weggeht vom Kohlebergbau und weg von der Kohleverstromung gelingt, müssen wir zum Beispiel mit deutscher Technik für Geothermie oder Wasserkraftwerke helfen. Und glaube ich, das ist gut für die Menschen in Indonesien. Aber es ist auch gut für uns, weil wir den Klimawandel dann effektiv bekämpfen und den Einsatz von Kohle vermindern. Oder wir werden Indonesien begeistern, eine Solarpanel-Produktion mit deutscher Begleitung aufzunehmen, eine Alternative zu schaffen bei der Solarpanel-Produktion zu dem chinesischen Monopol. Das hilft auch uns, und das ist der Mittelpunkt dieser Klimapartnerschaft, die das BMZ mit Indonesien machen wird. Das ist gut für die Menschen dort, für die deutsche Wirtschaft und für unser Klima. Nehmen Sie zum Beispiel Indien. Indien will noch viele neue Kohlekraftwerke bauen, etwas über 30. Der Strom wird zweifellos dort gebraucht für die Industrialisierung und für den Wohlstand der Menschen, dass er sich dort verbessert. Wenn wir aber CO2 mindern wollen global, dann müssen wir auch hier
eingreifen, und wir sollten einen 1-zu-1-Ansatz wählen, das heißt ein regeneratives Kraftwerk statt einem Kohlekraftwerk. Und das wäre ein klarer Ansatz, der auch klar erkennbar ist für die Menschen hier in Deutschland, die mit ihren Steuergeldern auch den Bundeshaushalt und damit auch die BMZ-Mittel finanzieren. Und warum sollten wir nicht regenerative Kraftwerke mit flankierenden EZ-Maßnahmen zum Beispiel bei der Ausbildung der Fachkräfte von solchen Kraftwerken unterstützen? Warum sollten wir nicht eher um mehr Kooperation mit Indien werben? Das wird demnächst der bevölkerungsreichste Staat sein und ist eine Demokratie. Wir brauchen als Deutschland mehr Freunde in der Welt, und Sie wollen diese Menschen und diese Staaten verprellen. Und nun zu guter Letzt zu China, da ist schon viel gesagt worden. Wir werden nie und nimmer eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad bekommen, wenn China als größter CO2-Produzent nicht mitmacht. Never ever. Also brauchen wir die Kooperation mit China, und wir geben zum Beispiel, also nicht als Staat, sondern die KfW gibt Kredite an China für Windräder zum Beispiel. Und das ist ein gutes Geschäft für die KfW. Damit macht die KfW Geld, also eine deutsche Bank macht Geld, die wiederum dann eingesetzt, die Gelder eingesetzt werden können für andere Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit, die die KfW dann finanziert. Sie sehen, Kooperation schafft Freunde und hilft den Menschen vor Ort, hilft aber auch uns. Und Sie würden mit Ihren Maßnahmen dem Deutschen schaden. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Susanne Hier, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten 30 Jahren hat sich die wirtschaftliche Situation in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern sowie für große Teile der Weltbevölkerung verbessert, aber auch verändert. Daher musste sich auch die Entwicklungspolitik anpassen. Statt sich wie in der Vergangenheit um die Überwindung spezifischer Probleme der Entwicklungsländer zu kümmern, versucht man heute, weltweite Probleme durch zwischenstaatliche und globale Kooperationen zu lösen, wie zum Beispiel Themen des Klimawandels oder die Verhinderung oder Bewältigung von Krisen und Konflikten. Das führt gegebenenfalls dazu, dass Kooperationen mit Ländern entstehen, die wir vielleicht nicht mehr als Entwicklungs- oder Schwellenländer einordnen würden. Wir sprechen aber über Kooperation und nicht Entwicklungszusammenarbeit im klassischen Sinn. Und für die Kollegen in der AfD, das macht durchaus einen Unterschied. In der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 wurden damals schon die Partnerschaften herausgehoben, um Probleme zu lösen, national und international, und es wurde da auf Partnerschaften gesetzt. Es ist heute auch schon angeklungen, wir werden die großen Fragen unserer Zeit und die Herausforderungen bei Klima- und Umweltfragen nur durch kollektives Handeln lösen, und zwar in der Weltgemeinschaft. Diese Erkenntnis setzt sich langsam durch, wenn auch nicht komplett in diesem Haus. Auch die Sicherheit und der Wohlstand in Deutschland und Europa hängen letztendlich von der Bewältigung globaler Herausforderungen ab. Es geht also um strategische Fragen. Für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat Minister Gerd Müller, der ehemalige Bundesentwicklungsminister, 2020 eine Reform BMZ 2030 vorgelegt und hier auch auf strategische Partnerschaften gesetzt. Hier wurde auch die Kategorie der globalen Partner eingeführt, und es finden sich alle diese Länder, die auch in dem Antrag aufgeführt sind, und ja, mit ihrem politischen Einfluss und dem wirtschaftlichen Entwicklungsgrad sind sie in der Lage, auch ihren Beitrag zu leisten für die Erreichung globaler Ziele. Wir müssen das aber auch nutzen, und wir können auf viele Erfolge zurückschauen. Es sind umfassende Partnerschaften entstanden, insbesondere strategische Klimakooperationen. Wenn man sich Indien anschaut, lässt sich das ganz gut ablesen. Es ist ein riesiger Wachstumsmarkt für erneuerbare Energien und nach den USA und Brasilien der drittgrößte Investor auf diesem Gebiet.
Bei den Klimakooperationen setzen wir grundsätzlich auf vollständig rückzahlbare Kredite zu marktnahen Konditionen. Und die KfW hat der State Bank of India zwei Kredite ausgereicht, 300 Millionen Euro. Damit werden Solarparks finanziert. Wenn die Projekte stehen, dann werden 600.000 Megawattstunden Strom jährlich produziert werden. Das heißt, eine Reduktion der des CO2-Ausstoßes um 500.000 Tonnen jährlich. Das dient nicht nur Indien, sondern es dient dem Klimaschutz auf der ganzen Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die globalen Partner gestalten die Welt entscheidend mit, aber nach ihren eigenen Interessen und Werten. Das heißt, wir sollten ein Interesse daran zu haben, uns hier mit einzumischen und Einfluss zu nehmen auf diese Entwicklung, sofern wir die Herausforderungen unserer Zeit, unter anderem oder vor allem die Klimakrise, global bewältigen wollen. Benötigen wir genau die beschriebenen strategischen Partnerschaften. Eine Kooperation mit den globalen Partnern ist daher entscheidend für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Letzter Redner des heutigen Tages ist der Kollege Kevin Leise, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Der Duden erklärt das Wort nutzlos folgendermaßen: keinen Nutzen, Gewinn, Vorteil bringend. Mit dem vorliegenden Antrag möchte die sogenannte AfD China den Status und die Förderung als Entwicklungsland entziehen. Die Fakten sprechen dabei eine eindeutige Sprache. Fakt ist, dass dieses Jahr die letzten Zahlungen der regulären Entwicklungszusammenarbeit mit China auslaufen. Fakt ist, dass die letzten Zusagen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit mit China bereits mehr als 10 Jahre alt sind. Sie wurden 2009 getätigt. Demnach war das inhaltliche Anliegen des Antrags bereits entschieden, bevor die sogenannte AfD überhaupt gegründet war. Der Antrag bringt keinen Nutzen, Gewinn oder Vorteil. Die sogenannte AfD ist keine Alternative, sondern per Definition nutzlos für Deutschland. Der sogenannten AfD geht es aber tatsächlich um etwas anderes. Bereits 2019 hat sie einen ziemlich identischen Antrag eingebracht. Jetzt gibt es mehr Ziffern vor den Absätzen. Bei Römisch erstens Nummer 8 haben sie daran gedacht, die Jahreszahlen von 2017 auf 2020 zu aktualisieren. Auch wenige neue Sätze sind dazugekommen. Insgesamt weicht der Antrag aber kaum von der ursprünglichen Fassung ab. Ich habe zwar selbst kein Latein gehabt, aber hier drängt sich einem das lateinische Sprichwort förmlich auf. Bis repetita non placent, Wiederholungen gefallen nicht. Mit ihren Manövern möchte die sogenannte AfD dem Parlament Zeit für wichtige Aufgaben rauben. Währenddessen baut sie ihre Verstrickungen zum Beispiel zu Reichsbürgern aus. Die Umtriebe der sogenannten AfD richten sich tatsächlich gegen Deutschland und gegen unsere Bevölkerung. Die sogenannte AfD ist nicht nur nutzlos für Deutschland, sondern schädlich für Deutschland. Nachdem das geklärt ist, komme ich auf China zu sprechen. China ist und bleibt ein wichtiger Partner. Doch wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit diesem Land verändern. Gefragt sind Augenmaß und Pragmatismus. Daher war es gut und richtig, dass Bundeskanzler Olaf Scholz im November als erster westlicher Staatsmann seit 2 Jahren China besucht hat. Ihm ist es zu verdanken, dass China klare Worte an die Adresse Moskaus gesendet hat. Auch bei anderen globalen Herausforderungen benötigen wir Dialog und Disput mit China. China hat sich inzwischen zum größten Geber der Süd-Süd-Kooperation und Dreieckskooperationspartner gewandelt. Auch wenn es um die Beendigung globaler Nahrungsmittelkrise geht, die Unterstützung hochverschuldeter Staaten, die Erreichung der UN-Entwicklungsziele, spielt China eine entscheidende Rolle. Diese Rolle nutzt China jedoch ausschließlich für eigene Interessen und dazu, einseitige Abhängigkeiten zu schaffen. Aufgrund der Systemkonkurrenz dürfen wir China nicht das Feld überlassen. Im Kontrast zu China bieten wir Kooperation auf Augenhöhe. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Partnerländer nicht in separate Wirtschafts- und Technologiesphären hineingezwängt werden. Neben Dialog und Disput mit China sowie einer Kooperation auf Augenhöhe brauchen wir im Umgang mit China eine dritte Komponente. SPD-Chef Lars Klingbeil hat völlig recht. Vollkommen abkoppeln soll sich unsere Wirtschaft von China nicht.
Aber wir müssen unsere Abhängigkeiten von China so reduzieren, dass wir zum Beispiel bei Rohstoffbeschaffungen neben China auch immer einen weiteren Handelspartner haben. Insgesamt müssen wir ausloten, wo zielgerichtete Kooperation mit China auch weiterhin im beidseitigen Interesse liegt, unseren Partnern der Entwicklungszusammenarbeit eine Kooperation auf Augenhöhe bieten und den Wettbewerb mit China selbstbewusst an und die Folgen der Systemrivalität ernst nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Leise. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 5221 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Wir sind damit